Das ist viel für den ersten Tag. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Jo, doch, aber wir sind hier. Herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist der Opa Mario, euer alter Sack von Holston TV. Und ich wünsche natürlich wie immer gute Unterhaltung, auch in dieser neuen Folge bei Hogwarts Legacy. Okay, in Hogsmeade, jawohl, Hogsmeade. Hogsmeade ist gut. Sorry, Onkel. Das war bestimmt nicht so schön für dich eben. Denn ich weiß nicht, ob ich welche vorrätig habe. X? Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Na, schauen wir doch erstmal, was ich dir wieder andrehen kann. Oh, mir eine alte Unterhose. So, jetzt guck mal. Hier, jetzt können wir den Kohl kaufen. Sehr schön. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Da freue ich mich auch. So. Was mit knöterig Zeug? Ha, kein knöterig. Nee. Sie haben all diese schwarzen Magier besiegt? Kaum zu glauben. Naja, alle nicht, meine aber... Meine Tür steht immer offen. Dankeschön. Kommen Sie gerne wieder. Jo. Knitterig. So, jetzt wollen wir... Manchmal führen alle Wege... So, da wollen wir hin, jawohl. Gucken, dass der was für uns hat. Willkommen, immer herein. Hm, wo war ich gerade? Ach ja. In Hogsmeade warst du. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Naja, knöterig. Jo. Sehr gut. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Das ist alles wunderbar. Dankeschön. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Dankeschön, mein Freund. Das ist sehr schön. Aufgabe erledigt. Aha. Aber eigentlich habe ich die doch jetzt auch hier gepflanzt. Da kann ich doch jetzt die immer, oder? Oh. Ah, die bleibt nicht. Okay. Vor.
Wo bist du denn? Ach, das ist die Tante, der ist gar nicht die. Das ist gar nicht die vom... Da ist sie doch. Was will die hier mit mir? Ach hier. Warum muss ich die woanders hinschieben? Huch, die sieht ja aus wie selber aus wie so eine Blume, ey. Schön die Tante. Professor, wie kamen Sie dazu, Kräuterkunde zu lehren? Hallo, das ist mir scheißegal. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er war sicher untröstlich, aber für Sie war es ein Glücksfall. Sie schien eine Kohle für fressen, aber... Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Ja, ja. Jedenfalls, ich habe so einen Gummibaum gehabt, der hat so richtig durch. Eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Ja. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Okay, so. Was für eine Pechsträhne. Er tat mir natürlich leid, aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Ja, kann ich jetzt mal. Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Ach, niedlich ist die ja. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Ey, hallo. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Ich denke, wir lernen ein Dings von der. Was habe ich jetzt nicht verstanden? Ach, jetzt ist kein Tag, oder was? Mama mia. Dann gehe ich erst in meine Hütte. Dann reise ich erst in meinen... Das war Malve, oder was das? Ne, Diptam. Von mir aus Diptam, so. Ich finde, Sie sollten stolz auf all Ihre gebrauten Tränke sein. Okay, danke, mein Freund. Dankeschön. Dankeschön. So. Fußgras standen, das können wir so lassen. Oh. So, jetzt haben wir hier noch einen großen, ne? Das ist alles kleine, hier haben wir noch einen großen. So, jetzt können wir hier. So, jetzt kommt hier. Hier muss der Kohl rein. Jo, der. So, China-Kohl.
Schöne Kugel. Feige, her. Schrumpelfeige. Feige, Feige. Gut. So, knütterig. Araune. Araune passt in den kleinen Topf. Okay. So, Knüte. Knüterig. Okay. Ja, jetzt müsst ihr von jedem... Von jedem was wachsen, ne? Araune. Ach so, halt, hier können wir doch. So. Ja, mach mal so. Ich war mir sicher, Sie wären auf dem Land aufgewachsen. Davon habe ich tatsächlich immer geträumt. Erst hier in Hogwarts fühlte ich mich wirklich zu Hause. Allerdings hat es einige Zeit gedauert. Und obwohl ich inständig hoffe, dass sich hier jeder Schüler am Ende so zu Hause fühlt wie ich, ist das nicht immer der Fall. Ich verstehe, was Sie meinen. Jeder von uns blüht anders, nicht wahr? Ja. Einige gedeihen im Schatten wie die Teufelsschlinge, während andere sich nach der Aufmerksamkeit von springenden Knollen sehnen. Und jeder von uns wächst und gedeiht auf seine eigene Weise. Ja. Ich war furchtbar nervös, als ich im Schloss ankam. Wissen Sie, als Kind wusste ich nämlich nichts über Hexen und Zauberer. Sie können sich sicher denken, wie erstaunt ich war, als ich meinen Brief aus Hogwarts erhielt. In meinen ersten Tagen hier verbrachte ich viel Zeit allein. Im Gewächshaus oder in der Bibliothek. Hier fällt doch überhaupt nicht auf. Da drin. Achso. Tut mir leid, dass die andere nicht netter war. Oh, aber nicht doch. Ganz im Gegenteil. Mir wurde große Freundlichkeit entgegengebracht. Tatsächlich nahm ich eine Siebklässlerin in den ersten Tagen unter ihre Fittiche. Sie ist bis heute eine teure Freundin. Wie erfreulich. Allerdings, die Freundschaften, die Sie hier in Hogwarts schließen, werden sicher ein Leben lang halten. Aber jetzt kümmere ich mich am besten um eine Lieferung der magischen Rübe. Mr. Teasdale hat mir eine ganze Auswahl an Samen versprochen. Ich denke, ich kriege Zauberstab. Schön, Sie zu sehen. Spruch, Zauberspruch. Ey. Bin ich total durch den Wind oder was? Da steht auch so eine komische Kiste. Warum? Oh, können wir jetzt mal... Was denn jetzt? Ach, jetzt muss ich erst. Weil ich nicht da oben gestanden habe, oder was? Ah.
Schrapp, schrapp. Ich sind wir wieder. Aber dass wir uns wiedersehen. Ja, komisch. Das hätten wir vorhin schon haben können, meine Schöne. Das hätten wir vorhin schon haben können. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Schwebezauber. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Stab.